Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Liebes Team Body and Soul, wir starten gleich gemeinsam hier und jetzt los mit einer Body Styling Session. Nimm dir sehr gerne zwei Gewichte. Wenn du den Luxus von zwei Hanteln hast, so wie ich, schnapp dir gerne zwei Hanteln. Ja, so kleines bis mittleres Gewicht, wenn du sagst, nee, habe ich nicht da. Nimm dir gerne zwei kleine Wasserflaschen zum Beispiel. Ja, vielleicht hast du auch noch Gartenerde zu Hause und hast dann nachher noch und füllst es dir vorher ab irgendwo in festes Beutelchen. Ja, ist mir noch eingefallen. Oder du machst einfach mit eigenem Körpergewicht mit. Das geht natürlich auch. So, ich bin die Veronika und ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Und damit wir fit durch den Winter kommen, legen wir jetzt einfach los. Erstmal ins Warm-up. 45 Minuten sind der Plan. So, stell dich auf. Ungefähr schulterbreit, fester Stand. Fühl mal wirklich den ganzen Fuß auf der Matte, auf dem Boden. Hände zur Faust und komm mit mir ins Schulterkreis. Genau. Große Kreise. Und mal richtig schön die Schultern nach unten ziehen. Einmal mehr. Und single. Doppeltes Tempo. Und jetzt zieh einfach mal deinen rechten Mundwinkel nach oben. Und den linken mit dazu. Sehr schön. So, 4, 3. Bring die Hände auf die Oberschenkel. Mach deinen Rücken rund. Und lang im Wechsel. Kraftvoll ausatmen, Bauchnabel ranziehen. Einmal mehr, komm nach oben, lass die Hüfte leicht gebeugt und komm in die Hip Touches. Kleine Rotation und lass mal deine Hüftknochen schön nach vorne ausgerichtet. Ja, die Rotation kommt aus deinem oberen Rücken. In den Leg Curl, Ferse zieht ran. Genau. Schön federn. Bauchdecke zieht ran. Sehr schön. Wir bleiben im Leg Curl. Bleib hier. Jetzt abfedern. 8 mehr. Dann geht's in den Side Touch. Seite mit der kleinen Seitneige. Genau. Und beug deine Beine. Rück schon mit. Genau. Schieb. Lang nach oben raus. Tap, tap, tap. Atmen. Bleib hier. Beine beugen und strecken. Bauch zieht ran. Genau. Bereite dich vor. Und 4, 3, 2. Heini. Rotation. Und öffne dein Herz. Heißt, bleib aufrecht. Und zieh gefühlt nach unten. Und nochmal lecker. 8 mehr. Auch hier Dynamik. Spannung in die Körpermitte. 4, 3. Und stopp. So, etwas auslockern. Durchatmen. Kommen in eine Kniebeuge. Das heißt, stell dich Minimum schulterbreit auf. Ganzer Fuß auf dem Boden. Und wir nehmen die Arme mit dazu. Komm tief und hoch. Tief und hoch. Ja, vielleicht bis zum Boden. Vielleicht stoppst du auch vorher. So, dass die Schultern tief bleiben. Und wir bleiben dabei. 8 mehr. 7. Ganzer Fuß auf dem Boden. Sehr schön. Lass deine Knie leicht nach außen zeigen. Ja, und du stehst Minimum schulterbreit. Und wir halten. Lass die Arme ruhig lang. Richtig schön lang. Druck, Fersen. Großseeballen, Kleinseeballen. Gewicht geht gefühlt nach hinten unten. Und die Mundwinkel nach oben. Löse. Komm zurück nach oben. Marschieren oder kleines Joggen. Ja, kannst auch dynamisch marschieren. Dann legen wir gemeinsam los. Und zwar starten wir mit einem Ausfallschritt. Ich zeige es einmal kurz vor. Achte bitte beim Aufnehmen und beim Ablegen
Ja, wenn du ein Zusatzgewicht hast, immer, dass du deine Beine schön mitbeugst. Wir starten mit dem Ausfallschritt. Tief, Orno, Kraft aus dem vorderen Bein. Übung Nummer 2, Kniebeuge. Du schiebst nach vorne und ziehst ran. Übung Nummer 3, ablegen. Stück nach hinten. Und es geht vor, nebeneinander und wieder zurück. Dann das andere Bein. Dann Ausfallschritt, Seite 2. Und dann schnelles Skipping. Alles klar? Machen wir einfach gemeinsam. Puh. So, nimm dein Gewicht auf. Dann kann Beine beugen oder mit eigenem Körpergewicht. Schultern tief, Bauch rein. Hintere Ferse in der Luft. Standardtempo. Und komm tief und schieb dich hoch. Komm tief, genau. Richtig schön aufrecht. Sehr schön, gruf dich ein. Lass die Atmung fließen und spür, wie dein vorderes Bein die Kraft führt. Tief und wieder hoch. Auf geht's. Ellbogen leicht nach vorne. Gerne. Einmal mehr. Und stopp. Komm in deine Kniebeugenposition. Schultern bleiben tief. Und du schiebst vor und ziehst ran. Vor. Gerne. Wie weit gehst du mit den Armen nach vorne, dass die Schultern tief bleiben? Aber hier dein Bauch mit trainiert. Dein Rücken mit trainiert. Nochmal. Vor und zurück. Auf geht's. Jederzeit verkleinerst du den Bewegungsradius. Stopp. Leg ab. Stückchen nach hinten. Und vor, vor, nebeneinander. Und zurück, zurück. Andere Seite. Vor, vor und zurück. Bleib dran. Bleib dran und achte mal drauf, dass dein Knie leicht nach außen geht. Ja, dass du hier die Spannung hältst. Und noch einmal. Stopp. Gewicht wieder aufnehmen. Komm in den Ausfallschritt. Seite 2. In 4, 3 und auf geht's. Schieb tief und hoch. Ah, was haben wir gesagt? Vorderes Bein. Das führt deine Bewegung. Und wieder hoch. Super. Komm tief, tief und schieb hoch. Dein Bauch stabilisiert dich. Einmal mehr. Super. Füße nebeneinander, beug die Beine und bleib in Bewegung. Schnelles Skipping. Hände zur Faust und auf geht's. Tap, 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 tap. Genau. Cardio gleich mit dazu. Klein und schnell. Power. Dein schnellstes Tempo. Darum geht's, ja, um dich. Du gemeinsam mit deinem Körper und wir gemeinsam im Team. Tap, 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 tap. Yeah, 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 yeah. So, für 4 dein Countdown. 3, 2 und lösen. Wir haben das Vergnügen, von vorne zu starten. Ja, noch einen Durchgang. Wir starten mit dem Ausfallschritt, aber erst eine kleine Pause. Um die Beine nochmal auszulockern. Tief durchzuatmen. Und dann let's rock. Bist du bereit? Ja oder ja? Beine beugen. Nimm auf. Seite 1 der Ausfallschritt. Ferse groß, Kleinzehbein. Großer Zeh. Du hältst den Boden fest. Und komm tief. Und schieb hoch. Kraftvoll. Genau. Fühl dein vorderes Bein. Beugen und strecken. Dreimal. Komm tief und wieder hoch. Fantastisch. Tief und hoch. Und komm in die Kniebeugenposition. In 4, in 3 und auf geht's. Schieb nach vorne und wieder ran. Genau. Lass deine Fersen unbedingt mit auf den Boden. Ja, du hast deinen Bewegungsradius, deinen ganz individuellen Bewegungsradius. Kann auch von Tag zu Tag mal variieren. Ja, je nachdem, wie sich die Muskulatur so fühlt. Einmal noch. Und stopp. So, leg ab. Und wir marschieren. Lieblingsübung, oder? Vor, vor
gerne mal schreiben, welche deine Lieblingsübung ist. Kannst du auch gerne ein Foto schicken. Vor, nebeneinander und wieder zurück. Genau, bleib dran. Komm vor, denk an dein Knie. Nebeneinander. Genau, atmen. Noch einmal. Und stopp. Schnapp dir dein Gewicht. Komm nach oben. Seite 2, Ausfallschritt. Tief. Und schieb hoch. Genau. Fühl mal, hintere Ferse in der Luft. Genau, bleib dabei. Dein Knie geht leicht nach außen. Wenn dein Fuß dich festhält, dich stützt, ja, dann ist dein Knie automatisch schön ausgerichtet. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Beine schließen, ablegen und schnelle Beine. Genau. Tap, 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 tap. Einfach dranbleiben, lächeln, atmen und go, 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 go. Genau. Rück deine Hände nochmal fester schließen. Hol dir die Spannung ab für deinen Core. Und stopp. So, joggen oder marschieren. Wenn du marschierst, ruhig dynamisch. Lass die Atmung fließen. Langsam und lange ausatmen. Dann wieder tief einatmen. Nächste Kombi. Wir starten mit Kreuzheben und aufrecht im Ruder. Für den Rücken, für dein Gesäß, Schultern, Bauch mit dabei. Stell dich breiter auf. Fußspitzen leicht nach außen. Auf jeden Fall breiter als die Schultern. Dein Stand. Und dann kommst du tief, schiebst dein Gesäß zurück, kommst nach oben. Ellbogen gehen zur Seite, ungefähr bis auf Brusthöhe, vielleicht ein bisschen tiefer. Dann legen wir ab und es geht diagonal ins Seitheben. Ja? Sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Dann nehmen wir wieder auf und es geht in den Push-Press nach oben. Und dann diesmal breite Position, der Footballer. Los geht's, bevor die Pause zu lang geht. Die große Pause hat ja noch Zeit, oder? Genau, Kreuzheben und Ruder. Wir machen alles gemeinsam. Ja? So, also, gehen jede Übung gemeinsam durch, was wichtig ist. Stell dich breiter auf, ganzer Fuß auf dem Boden, aufgerichtet. Ja, und jetzt kommst du tief und ziehst hoch. Schieb dein Gesäß zurück, beug die Beine etwas mit. Schieb zurück und hoch. Genau, spann deine Pobacken an und zieh deinen Bauchnabel fest dran. Genau. Ja, wenn du sagst, ich mache das Ganze gerade ohne Equipment, dann ball deine Hände ruhig fest zur Faust. Und schieb zurück und bam. Genau, spür mal, wie die Schultern tief bleiben. Schieb zurück und zieh ran. Sehr schön. So, einmal mehr. Und noch einmal beugen. Blick nach vorne. Ablegen. Das diagonale Seitheben. Kinn ist weg von der Brust und die Hand, die nach hinten geht, rotiert die Handinnenfläche von dir weg. Ja? Also Schultern tief und auf geht's. Zieh und komm zur Mitte. Wechsel die Seite. Zieh dich lang und komm zurück zur Mitte. Genau, die Hand, die nach hinten geht, Handinnenfläche von dir wegdrehen, Schulter ausrotieren, lächeln, genau, fühl mal das Lächeln auf den Lippen, auf dem Gesicht, du tust so viel für dich, bleib dabei, zieh dich nochmal lang und wieder zur Mitte und spann deine Pobacken so ein Stückchen mit an, genau, jetzt würdest du ein Gummiband mit dem Pobacken ranziehen. Und stopp. Aufrichten. Beine beugen. Super. Genau. Wenn du sagst, das nach oben geht mit meiner Schulter schlecht, machst du nochmal aufrechtes Rudern. Ja? Ansonsten push. Und wieder tief. Was ich jetzt möchte, ist, dass du deine Füße nochmal richtig schön in den Boden verschraubst. Genau. Du kannst auch hier wieder die Hände festschließen.
zur Faust oder deine Gewichte festgreifen. Push und tief. Genau, dein Ziel ist es, ja, wir dürfen immer Ziele haben, deinen Oberarm neben dein Ohr zu bekommen. Wenn du merkst, läuft gar nicht in die Richtung, machst du es gerne ohne Gewicht. Ja, und stopp. So, die Beine beugen. Wir legen ab. Wir haben gleich noch eine zweite Runde. Und breiterer Stand. Tap, tap, tap. Genau. So, auch hier. Zieh die Bauchdecke ran. Sehr schön. Und deine schnellen Beine. Du hast schon 15 Sekunden von 45. Ich würde sagen, es läuft. Ja oder ja? Genau. Großartig. Auf geht's. Tap, 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 tap. Oh, das ist Schnellkraft. Das ist ganz viel Kraft für deinen Core und das ist natürlich auch Kalorien verbrennen, wobei ich immer sage, das ist ja die Nebensache, oder? Und stopp. So, locker aus. Kreuzheben und aufrechtes Rudern. Damit starten wir wieder. Und ich weiß, du hast das fantastisch gemacht in Runde 1. In Runde 2 bleiben wir dran. Wenn deine Schultern tief sind, ja, ist dein Rücken immer lang. Das willst du. Rückenstrecker. Und super Übung für dein Gesäß. Stell dich wieder breiter auf. In 15 Sekunden legen wir los. Breiter als deine Schultern. Ganzer Fuß auf dem Boden. Und verschraub deine Füße. Du kannst auch gerne mal die Augen schließen und das bewusst fühlen. Ferse, groß, klein, Zehbein, großer Zeh. Augen wieder öffnen. Und auf geht's ins Kreuzheben. Schieb zurück. Aufrechtes Rudern, Schultern tief. Genau. Und halt deine Körpermitte schön fest. Und deine Hände sind übrigens nah an deinen Beinen, nah an deinen Knien. Und noch. Nochmal. Schieb zurück. Und zieh nach oben. Fantastisch. Bam. Pobacken anspannen. Das ist dein Bam. Bam. Nochmal. Zurück. Aufrichten. Zieh hoch. Ab. Hoch. Und tief. Super. Letzter. Starker Rücken. Und starke Schulter. Apropos Schulter. Diagonal. Ja, ganz viel Geschmeidigkeit für deine Brustwirbelsäule. Da wollen wir uns immer aufrichten können, oder? So, schieb dein Gesäß zurück. Und zieh dich wieder diagonal in die Länge. Auch hier der Fokus, dass deine Schultern tief bleiben. Diagonal in die Länge. Super, sehr schön. Und du kannst deinen Blick ruhig mitnehmen. Und deine Hüftknochen bleiben nach vorne ausgerichtet. Ganz, ganz stabil im unteren Rücken. Genau. Drauf konzentrieren. Einmal mehr und stopp. Auf geht's, Beine beugen. Ha, dürfen die Beine gleich nochmal was tun und unser Gesäßmuskel. In unserem Push-Press. Wo möchte der Oberarm hin? Genau, neben dein Ohr. Und schieb raus und wieder absenken. Push und tief. Genau, du verschraubst dich wieder fest, ganz, ganz fest mit deinen Füßen im Boden. Bleib dran, Schultern tief, Bauchdecke ran. Push. Und wieder tief. Einer mehr. Schieb hoch. Zieh tief und lösen. Beug die Beine zum Ablegen. So, breiterer Stand und schnelle Beine. Auf geht's. Deine 45 Sekunden. Bleib dabei. Yes. 30 Sekunden. Go, 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 go. So, was haben wir gesagt? Das ist Schnellkraft und das ist Kalorienverbrennen und das ist ganz viel Körpermitte. Tap, 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 tap. Yeah, 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 yeah. Sehr schön. Woo. Bleiben noch dran. Powern, 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 powern. Dein Tempo. 4, dein Countdown. 3, 2 und lösen. So, du kannst marschieren oder du kannst joggen. Genau. Kurz durchatmen. Ich mache uns kurz einmal die Musik ein Stückchen bisschen lauter. Du atmest durch. Genau.
So, die Gewichte, die bleiben erstmal auf dem Boden. Wir machen den Walk oder den Walk. Genau, danach den Inchwurm. Also schau, dass du auf deiner Matte Platz hast. Beine beugen oder strecken, wichtig, Bauchdecke ran. Du wanderst nach vorne, Kinn weg von der Brust und wanderst zurück, wenn du möchtest, die Beine beugen. Dann geht's nach unten. Und zwar ziehen wir das Knie nach vorne. Wir bleiben im Plank. Erst nach vorne, dann geht's diagonal und alles in diesem Standardtempo. So, ich frage, bist du bereit? Ja oder ja? Wir starten mit unserem Walk in 15 Sekunden. Genau, wenn du das Bein gestreckt nimmst, ja, nur so weit nach oben, wie der Rücken lang bleibt, schieb dein Steißbein weg. Herz öffnen, das ist das Ziel. Und auf geht's. Diagonal. Genau, ruhig erstmal, so wie ich starte, mit gebeugten Beinen in die Übung reinkommen. Zieh deinen Bauchnabel ganz fest ran. Wir haben insgesamt 45 Sekunden. Genau, und wenn du möchtest, das Bein lang. Wenn das Bein hebt, ganz wichtig und essentiell, zieh die Bauchdecke ran. Bein heben, ranziehen. Genau, das ist die Stabilität für deinen unteren Rücken. Sehr schön, du kannst im gestreckten Bein bleiben oder kommst hier wieder zurück. Auch gerne dein Tempo. Schultern tief, Schultern tief. Genau, öffne dich. Und lösen. So, der Inchwurm. Locker die Beine gerne noch aus. Starke Hände, starke Schulter. Kinn weg von der Brust, das sanfte Lächeln. Genau. Und auf geht's. Los geht's. Komm nach vorne. Und wieder zurück. Nach oben. Genau. Mit aufrichten. Wunderbares Herz-Kreislauf-Training. Ja, weil einmal ist immer oben. Das Blut muss hier nach oben gepumpt werden und dann ist der Kopf unten. Deswegen mach diese Übung gerne in deinem Tempo, so wie es sich für dich gut anfühlt und dass du diese Spannung generierst. 30 Sekunden hast du schon. Also hier in dieser Position, Arme schön lang, Schultern tief, Kinn weg von der Brust, ganzer Körper unter Spannung. So, mach deine letzte Wiederholung zu Ende. Sehr schön. Und stopp. So, es geht nach unten. Wir bleiben in diesem starken Stütz. Und ziehen die Knie erstmal nach vorne Richtung Brust. Vor. Vor. Genau, 15 Sekunden nach vorne. Wenn der Kopf anfängt zu hängen, zieh die Bauchdecke nochmal ran und spür, wie das Kinn wieder weggeht von der Brust. So, jetzt leicht diagonal mit dem Knie. Ja, klein diagonal. Und zieh den Bauchnabel ran und die Pobacken wieder leicht mit anspannen. Sehr schön, sehr schön. Schieb die nochmal raus. Knie wieder nach vorne, gerade nach vorne. Atmen. Super. Bleib dran. Für 4, 3. Fantastisch. Und lösen. Auf geht's. Komm nach oben. So wie es für dich angenehm ist, kommst du nach oben und gleich mal in Bewegung bleiben. Ja, marschieren, auslockern, Blut mit nach oben bringen und dann geht's wieder mit unserem Walk los in 8, in 7. Wenn du was trinken möchtest, jederzeit, gell? Nimm einen Schluck Wasser oder isotonisches Getränk oder Tee. Den großen Schluck machen wir am Ende der Stunde. So, es geht. In den Walk. Genau. Erstmal fühlen, Bauchdecke zieht dran. Du kannst gerne jedes Workout wiederholen, auch dieses, mehrfach wiederholen, mit Pause dazwischen, so vielleicht 2, 3 Tage Pause dazwischen. Ja? Einfach um die Übungen wirklich zu verinnerlichen und ganz bewusst in die Ansteuerung zu gehen. Wenn du aber sagst, ich mag lieber jedes Mal was anderes, macht mir mehr Spaß, dann machst du das. Und bringst auch hier vollen Fokus. Genau, Hauptsache wir tun, oder? Und mit maximaler Spannung, maximaler Ausführung für dich.
und lösen. Innen Inchwurf. Bauchdecke ran. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Dass ihr mit dabei seid. So, Bauchdecke auch hier wieder ran. Und jederzeit, wie ich gesagt habe, lässt du deine Beine gebeugt. Ja, so wie sich deine Beinrückseite und dein Unterrücken anfühlen. Wichtig, unten im Plank der Spaß. Ja, der Spaß. Der ist auch immer ganz, ganz wichtig. Das sanfte Lächeln von innen, wenn äußerlich die Mundwinkel gar nicht mehr so weit nach oben gehen. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein Stückchen. 15 Sekunden noch. Das heißt, du hast schon jetzt über 30 Sekunden komplette Rumpfstabilisation und Schulter. Und letzte Wiederholung zu Ende machen. Und dann gleich nochmal Schulter. So, komm in Position, unser Mountain Climber. Knie nach vorne. Ersten 15 Sekunden, dann diagonal. Und auf geht's. Tap, 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 tap. Genau, denk dran. Du schiebst die Matte gefühlt weg. Auch hier kannst du dich ein bisschen verschrauben mit deinen Händen. Und die Knie gehen diagonal. Tap, 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 tap. Super. Lächeln, atmen. Oh, wunderbar. Das Leben ist wunderschön. Und wir trainieren gemeinsam. So, wieder nach vorne. Tap, 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 tap. Oh, jetzt bleib dran. Sehr schön. Du bist stark. 4, 3, und löse. Fantastisch. Durchatmen. Paar tiefe Atemzüge. Wie geht's dir? Großartig oder fantastisch oder megamäßig? Bankstütz. Diesmal auf den Ellbogen. Nochmal Schulter. Ja? Und der ganze Rest. Also. Diese Variante, Knie ablegen und wieder strecken. Danach, kniend, wenn du möchtest, nimmst du dir Handtuch oder Matte, rollst sie für deine Knie. Gewichte nah ran, vorgebeugt, Seitheben. Bankstütz, Beinheben, Bauchlage, Rückenextension. Auf geht's. Mit was starten wir? Genau, Bankstütz auf den Ellbogen, die Knie ablegen, das heißt, vielleicht rollst du ein bisschen über deine Zehen, gell? Je nach Schuhgröße. Mach dich bereit, mit den Ellbogen gefühlt die Matte auseinanderziehen und ablegen und strecken und strecken. Oh, jetzt fühl nochmal, wie deine Rippenbögen ranziehen. Zieh deinen Bauchnabel ran, ja oder ja? Ablegen und ran. 15 Sekunden, hier 30 Sekunden pro Übung. Genau. Ablegen und strecken. Stell dir ein Gummiband vor, um die Pobacken, dass du ranziehst. Yes, Beckenboden, mehr Unterstützung. Und stopp. So, in Seitheben vorgebeugt. Komm in Position, denk an die. Erst deine Gewichte körpernah ranbringen. Dann nehmen wir gemeinsam auf. Und ich sag's gleich, das Kinn ist weg von der Brust. Wir wollen einen langen Rücken. Und öffnen. Und wieder tief. Öffnen. Und tief. Sehr schön. Genau. Und in den Blick ganz leicht mit nach vorne. Und wir wollen noch 4. Und wieder tief. Sehr schön. 2 mehr. Öffnen. Und Nummer 8. Letztes Mal. Lösen in den Bankstütz. Bein anheben. Komm in Position. Ellbogen ziehen die Matte auseinander und los geht's. Ja, nur ganz klein. Du kannst den Fußpoint ganz oft die Ferse wegschieben. Genau, bleib im Fokus. Deine Atmung. Kraftvoll. Yes. Super. Go, 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 go. 4, 3, 2,
Und stopp. So, leg dich ab. Es geht in die Rückenextension. Schultern bleiben tief. Ganz wichtig. Und auf zwei. Zieh dich lang, heb an und senk ab. Zieh dich lang. Ja, wir wollen die Länge und die Bauchdecke ranziehen. Nochmal Länge und wieder tief. Wenn das unangenehm ist für die Schulter, wenn du weißt, oh, meiner Schulter geht es nicht so gut, dann nimmst du die Arme nach unten. Ja, so haben wir natürlich diesen langen, langen Hebel. Das heißt, es kann sich schon ein bisschen anstrengend anfühlen. Ich meine, schön, schön anfühlen. Und stopp. So, Runde 2. Aber erstmal durchatmen. Locker deine Schultern aus. So, du hast schon so viel für dich heute gemacht, für deinen ganzen Körper. Beine, Rücken, Schultern, Bauch, Gesäß. Wenn du jetzt merkst, du brauchst bei der einen oder anderen Übung dazwischen einfach mal eine kleine Pause, weil du sonst anfängst, dich selbst zu bescheißen in deiner Form, dann machst du eine kleine Pause, gell? Alles ohne Selbstbescheißen. Kleine Pause kann immer Teil deines intelligenten Trainings sein. So, wir starten mit dem Bankstütz, Knie ablegen. In 4, 3 und auf geht's. Genau, kraftvoll dranbleiben. Jede Wiederholung, die du machst, ist kraftvoll. Beugen, strecken. Pobacken, anspannen. Sanftes Lächeln von innen. Bring it home. So, zieh mit den Ellbogen die Matte gefühlt auseinander. Bleib in dieser Spannung. 4, 3, sehr schön. Löse, komm nach oben. Fürs Seitheben. Nochmal diese Vorbeuge für mehr hinteren Anteil. Diese aufrechte Haltung, ja, die wir uns antrainieren. So. Und auf geht's. Vielleicht sitzt du ja viel oder vielleicht radelst du auch viel. Mach weiter und hast immer diese Vorbeuge. Und jetzt trainieren wir diese Gegenspannung, ja? Hoch und tief. 4 mehr. Bauchdecke zieht ran. Und was haben wir gesagt? Kinn ist weg von der Brust. Ganz natürliche Haltung für deine Wirbelsäule. Einer mehr. Und ablegen. Komm in Position 4, 3. Bankstütz mit Bein anheben. Hoch. Auch hier 30 Sekunden. Sehr schön. Super. Juhu. Genau, auch gerne mal bei dir einfach jubeln. Dich selbst feiern. Ich feiere dich. Genau. Yes. Und wir bleiben dran für 4, 3, 2 und ablegen. Rückenextension, mach dich bereit. Schau, dass du Platz hast. 4, 3 und wieder die Länge. Langziehen und zurück. Hol dir Feedback von deiner Matte. Ziehst du die Bauchdecke ganz fest zu dir ran. Ob du einatmest oder ob du ausatmest, deine Spannung, die bleibt gleich. Beziehungsweise, die Spannung kann sich verändern, die Form bleibt gleich. Einatmen, ranziehen, ausatmen, ranziehen. Wenn du hier im Training bist, in der Rückenextension, löse. Kurze Pause für dich. Ich zeige einmal vor, wir machen die Schulterbrücke. Und zwar, Füße aufstellen. Und dann schiebst du dein Gesäß nach oben und wieder tief. Ja, das ist die Übung. Dann kombinieren wir Brücke, Crunch. Brücke und Crunch. Ja, also ein bisschen weiter nach oben als im normalen Crunch, kein ganzer Roll-Up. Und danach haben wir noch ein kleines Finale mit unserem Russian Twist. Aber erstmal zwei Durchgänge, die Brücke und den Crunch. Erstmal nur die Brücke. Auf geht's. Ganzer Fuß auf dem Boden. Und ich würde sagen, da geht noch was, oder? Wir mobilisieren nochmal. Genau. So. Hände ankern, Schultern tief. Und schieb hoch und tief. Genau. Jetzt fühl mal. Kinn ist wieder weg von der Brust. Und schieb mal deine Oberarme fest in die Matte. Genau. Diese Spannung.
Nochmal. Schieb hoch und wieder ab. Hoch und tief. Zwei mehr, dann das Ganze im Wechsel mit dem Crunch. Noch einmal. Und jetzt beides im Wechsel. Hoch, tief, Crunch. Ab. Hoch, tief, hoch. Genau, wenn deine Füße abheben sollten, bleibst du einfach hier unten. Ja? Dann bleibst du hier. Nochmal. Hoch. Und wieder ab. Hoch. Denk dran. Herz öffnen, Schultern tief. Noch einmal. Und lösen. Zieh mal deine Beine an den Oberkörper ran. Beine von außen fassen. Kleines Bäckchen. Kurze Pause. Und dann gehen wir es gleich nochmal an. Überkreuz mal deine Füße. Und dann überkreuz die Füße in die andere Richtung. Und dann mach dich bereit. Stell deine Füße wieder auf. Ferse, groß, klein, Zehballen. Anker. Schieb in die Matte und hoch. Und die 30 Sekunden. Schulterbrücke. Also Schultern tief, Anker dich. Ready. Schieb hoch, Pobacken anspannen. Bleib dabei. Vier mehr. Genau, und achte mal drauf, wie deine Knie schön stabil bleiben. Ja, auch hier leicht nach außen zeigen. Einmal mehr, dann das Ganze wieder im Wechsel. Genau, jetzt Brücke. Hoch. Roll dich hoch. Brücke. Roll dich hoch. Oder alternativ der kleine Crunch. Je nachdem, wie es sich in deinem Rücken anfühlt. Ja? Wenn dein Unterrücken okay ist, roll dich ruhig hoch. Wenn die Füße abheben, dann bleib ruhig hier im kleinen Crunch. Ja? Einmal mehr und lösen. So. Roll dich Arme nach oben auf für unser Finale, der Russian Twist. 45 Sekunden, dann 30 Sekunden. Mit oder ohne Gewicht. Wir machen die Variante Füße auf dem Boden. Pobacken anspannen und achte die ganze Zeit, das ist dein Fokus, gell? Für dich, deine Challenge, dass du hier schön geöffnet bleibst. Bauchdecke ranziehen, hier kannst du rund werden, hier bleibst du lang. Und dann, zack. 45 Sekunden, dann 30. Gehen wir es an, oder? In 4. Ready? Denk dran, deine Challenge, darauf zu achten. Ja? Schultern tief, stolze Brust, Bauchdecke ran und mit dem sanften Lächeln von innen. Tap, 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 tap. Auch hier kraftvoll atmen. Genau, mach weiter. Wenn deine Schultern schön tief bleiben, dann bist du nämlich ganz stabil hier unten. Ja? Dann haben wir wirklich nur hier diese kleine Drehung. Und das wollen wir. Stabilität im unteren Rücken. Bleib dran. 4, 3, 2 und lösen. Kurze Pause. Und dann gehen wir in die letzten 30 Sekunden. Ja, dein Rücken trainiert hier mit. Auf geht's. 4, 3 und let's rock. Tap, tap. Oh, Bewegung. Dafür sind wir gemacht. Tap, tap. Wichtig für unseren Körper, wichtig auch fürs Wohlbefinden, oder? Genau. Oh, jetzt spann deine Pobacken noch weiter mit an, bis zum Schluss. Sehr schön. So, 4, 3, dein Countdown, der letzte. Und lösen. Ablegen. Huhu, durchatmen. Füße öffnen. Von innen nach außen durchgreifen. Einmal lang ziehen, einatmen und mit der Ausatmung sinkst du nach vorne tief, entspannst deinen unteren Rücken. Ich mache uns andere Musik und bin gleich wieder zurück. Atme mal ganz, ganz tief ein. Jetzt wieder schön in die Bauchdecke.
Einatmen. Und atme ganz langsam aus. Noch mal ein paar Atemzüge. Und dann im Atem folgen. Spür, wie die Stirn entspannt, die Backen entspannen. Mundwinkel ganz locker, leicht nach oben ziehen. Und dann langsam lösen und richte dich einmal nach oben auf. Dann nimm ein Bein nach vorne, das andere Bein nimmst du zur Seite oder du kannst es auch weiter nach vorne, ja? So wie es sich für dich gut anfühlt. Einatmen, aufrichten, ausatmen, komm zur Seite. Im Wechsel einatmen und aus ganz sanft, lockere Mobilisation. Und dann kommst du zurück zur Mitte und wir wechseln. Andere Seite. Und auch hier einatmen und ausatmen. Ganz unwichtig, wie weit du mit der Hand kommst. Einfach locker Spannung rausnehmen. Und einfach nochmal fühlen, was du für dich gemacht hast. So, wir nehmen das Bein gleich nach vorne. Und dann kommst du nach oben. Locker aus. Die Beine. Die Füße, die Schultern. Und dann setzt du ein Bein nochmal gestreckt zurück und kommst zum Einatmen und aus. Genau, mal im Wechsel. Spannung ausatmen, deine Power einatmen. Und dann bring einmal einen Fuß nach vorne im Wechsel. Entspannt. Und ich frage, bist du großartig? Ja oder ja? So, stell dich breiter auf, nimm die Arme zur Seite, einatmen und Mitte ausatmen und komm in die Seitneige. Und wir wechseln mal die Seite. Im Wechsel. Und dann kommst du zurück zur Mitte und mit deiner nächsten Einatmung öffnest du nochmal. Und mit der Ausatmung zieh die Schulterblätter aus und eine fließende Bewegung einatmen. Und aus. Einmal mehr. Und dann senkst du deine Arme ab. Und dann zieh die nochmal ganz, ganz lang tief einatmen. Und mit der Ausatmung nach vorne durchschwingen. Nochmal einatmen. Und loslassen. Letztes Mal ganz, ganz, ganz lang ziehen und Spannung loslassen. Komm zurück nach oben, schließ deine Hände. Und was soll ich sagen? Das ist dein Applaus. Mega mäßig. Warst du mit dabei? Bist du mit dabei? Ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay healthy and fit.